Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Du kennst das Problem auch. Du hast deinen Rasenmäher gereinigt, hast ihn zur Seite gelegt oder nach vorne gekippt und beim nächsten Mal springt er nicht mehr an. Und wie du dieses Problem beheben kannst, zeige ich dir in einer neuen Folge von Jörg erklärt's. Jörg erklärt's! Meistens ist es so, man hat Rasen gemäht, ist froh, dass man fertig ist und danach legt man den Rasenmäher auf die Seite und spült ihn dann ab mit klarem Wasser oder kratzt ihn aus. Und meistens passiert dann auch vielen Leuten, dass, wenn der Rasenmäher dann beim nächsten Mal benutzt werden möchte, dann so ausschaut. Und zwar, wenn wir hier anspringen wollen, dass er nicht mehr anspringt. Und wenn wir so eine Situation erlebt haben, dann ist meistens guter Rat teuer. Aber das muss nicht sein, denn dieses Problem können wir eigentlich ganz einfach beheben. Meistens ist es folgende Ursache, dass wenn der Rasenmäher auf die Seite gelegt wird zum Reinigen, der Rasenmäher einfach auf die verkehrte Seite gelegt wurde. Schaut da bitte mal in eurer Bedienungsanleitung nach, auf welche Seite euer Rasenmäher gelegt werden darf bei der Reinigung. Ist nämlich immer unterschiedlich von Rasenmäher zu Rasenmäher. Bei mir, bei meinem Honda Rasenmäher, ist es immer die Seite zum Auspuff. Also ist es immer die Seite hier drüben, wo der Auspuff ist. Auf die Seite kann ich meinen Rasenmäher kippen. Wenn ich meinen Rasenmäher jetzt auf die Seite legen würde, wie zum Beispiel hier, einfach so rumkippen, dann würde Kraftstoff in mein Luftfiltersystem eindringen können. Und dann haben wir ein Problem. So, als erstes, wenn unser Rasenmäher nicht anspringt, schauen wir natürlich erstmal nach dem Benzin. Machen wir hier oben mal Benzintank auf, schauen hier oben herein und es fehlt natürlich einiges. Und diesen Stand korrigiere ich jetzt erstmal, indem ich jetzt erstmal neues Benzin nachgieße. So, Benzin haben wir jetzt aufgefüllt. Können wir jetzt wieder verschließen, unser Tankdeckel. So, und als zweites schaue ich jetzt mal hier auf die andere Seite von meinem Rasenmäher. Habe ich jetzt die Ölkontrollschraube und die werden wir jetzt mal herausdrehen, damit wir überhaupt sehen, was hier Phase ist. Und nehme ich jetzt mal ab, stecke sie hier rein und mein Ölstand zeigt an, es ist fast voll. Also am Öl kann es nicht liegen. Öl ist schön aufgefüllt. Wer wissen möchte, wie man einen Ölwechsel an dem Rasenmäher vornimmt, lege ich jetzt hier oben nochmal einen Link rein. Könnt ihr euch das Video mal anschauen. So, Benzin haben wir aufgefüllt, Öl haben wir aufgefüllt. Und damit ist es erstmal schon mal gegeben, dass die hauptsächlichen Grundlagen hier vorhanden sind. Als nächstes können wir uns jetzt folgendem widmen, und zwar unsere Zündkerze. Und zwar haben wir hier vorne meistens die Zündkerze, zumindest bei meinem Rasenmäher hier vorne einen Kerzenstecker. Den kann man abziehen und jetzt heißt es erstmal Zündkerze lösen. Dazu verwende ich natürlich wieder meinen wunderschönen Nusskasten hier, habe ich schon mal ein Review gemacht, lege ich oben nochmal einen Link rein. Ich benutze dafür jetzt ja eine 21er Nuss in meinem Falle, um hier meine Kerze zu lösen. Normalerweise ist bei einem Rasenmäher auch immer ein Zündkerzenschlüssel mit erhältlich und im Zubehör dabei. So, und jetzt werden wir unsere Zündkerze hier herausdrehen, Kerzenstecker aufstecken, so, und Kerze lösen. Das kann man hier auch schon runternehmen. So, jetzt drehen wir mal unsere Kerze heraus. Und was sehen wir an unserer Kerze? Die ist komplett nass. Ich komme mal näher ran. Könnt ihr jetzt mal schauen hier. Die ist komplett nass und da sagt man, der Motor ist sozusagen abgesoffen. So, und diese Kerze werden wir als erstes jetzt mal reinigen. Das ist ganz wichtig. Und zwar nehme ich da jetzt wie immer meinen Bremsenreiniger. Lege ich auch nochmal einen Link in die Videobeschreibung, wo ihr euch das beziehen könnt. Und damit sprühe ich jetzt erstmal meine Kerze ein. So, vorsichtig. Das ist ein Entfettungsspray. Und werde jetzt mit Wischen weg den überflüssigen Kraftstoff hier entfernen. Ihr seht, geht schon mal ganz gut. So, und jetzt als nächstes habe ich mir eine kleine Drahtbürste genommen. Und mit dieser Drahtbürste werde ich jetzt meine Zündkerze erstmal grob reinigen. Von den Verbrennungsrückständen. Das ist immer ganz gut, wenn man das mal macht, wenn man das einmal auf hat, ist das wunderbar. So, jetzt habe ich jetzt mit meiner Drahtbürste das ordentlich gereinigt hier. Ihr seht,
sieht wieder schön aus, die Zündkerze. Als nächstes, wer eine Fühlerlehre hat, kann noch seinen Elektrodenabstand einstellen, hier mit einer Fühlerlehre. Und wer es nicht hat, der belässt es einfach so. So, damit haben wir jetzt unsere Zündkerze erstmal gereinigt und sie ist quasi erstmal fertig zum Einsatz. Da unser Motor sozusagen abgesoffen ist, werden wir jetzt diesen Motor ohne Zündkerze durchstarten, also quasi durchziehen. Und das werde ich jetzt mal tun. Als erstes, wie immer, Benzinhahn zu, ganz wichtig, und einfach ziehen, mehrfach. Ich habe jetzt 8 bis 10 Mal durchgezogen und damit das überschüssige Benzingemisch hier aus meiner Brennkammer entfernt und kann jetzt ganz entspannt meine Zündkerze wieder einsetzen. Dann nehme ich meinen Kerzenstüffel wieder, drehe meine Zündkerze wieder ein. So. Und mit der Knarre etwas nachziehen, so, einfach handfest anziehen, sollte genügen. So, und als nächstes werde ich jetzt hier meinen Zündkerzenstecker wieder aufstecken, so, und jetzt machen wir mal einen Test, jetzt mache ich meinen Benzinhahn wieder auf und versuchen wir mal anzulassen. Jetzt gesehen, Motor ist sofort wieder angesprungen und diesen Motor dann einfach mal ein, zwei Minuten durchlaufen lassen, damit er sich wieder freibrennen kann und auch etwas Temperatur aufbauen kann. Also wie schon gesagt, also beim Reinigen immer auf die Seite legen, wie vom Hersteller vorgeschrieben. Schaut dabei euch in die Bedienungsanleitung rein und wer keine Bedienungsanleitung hat, kann die Bedienungsanleitung sich auch von den Herstellerseiten meistens immer downloaden kostenlos. Und darin wird auch beschrieben, auf welche Seite der Rasenmäher gelegt werden darf, überhaupt, wenn man die Reinigung durchführen möchte. So, damit sind wir jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich könnte den einen oder anderen aufzeigen, wie schnell man sowas beheben kann, also wie schnell man einen abgesoffenen Rasenmäher einfach wieder zum Laufen bekommt. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, like dieses Video, teilt dieses Video und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt hier unten gerne nachholen. Wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Jörg erklärt's.